Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen heute zu einer ganz besonderen, schmackhaften und fröhlichen und pfiffigen Seniorenandacht. Dieses Format haben wir gewählt, damit wir auch unter Corona-Bedingungen mindestens so den Hauch von Seniorennachmittag, von diesem berühmten Seniorennachmittag hier eintragen können. Und wir machen das als Kirchengemeinde, weil wir einen Gott haben, der ein wunderbarer Gastgeber ist, der daran Freude hat, wenn Menschen sich des Lebens freuen, gut essen und gut trinken. Es gibt einen wunderbaren Satz aus Psalm 34, der heißt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Auf Gott setzen wir unser Zutrauen und freuen uns, dass wir heute hier zusammen sein können. Ich freue mich besonders, dass drei Kollegen aus dem Musikverein und auch junge Nachwuchskünstler und auch verschiedene Menschen zusammengewirkt haben, damit das heute Nachmittag hier so sein kann. Nehmen Sie in Gemütsruhe Platz und lassen Sie sich ein bisschen von guten Texten und von Leckereien verwöhnen. Unsere Kirche, übrigens ein Zufluchts- und Pilgerort schon seit Urzeiten. Erst dort drüben die Kapelle aus Holz, dann die erste befestigte Kirche mit Turmchor und der Wandmalerei von der Hostienmühle. Heute unsere schöne, großräumige, lichte Kirche, die wir genießen können. Was aber, werden die Musikvereinskollegen mich wahrscheinlich fragen, halt jetzt ja keine lange Predigt, was ist eigentlich wirklich wichtig? Wichtig ist, dass es Lebensmittel gibt, ob flüssig oder fest. Und wichtig ist, dass das himmlische Brot verteilt wird. Das haben schon unsere Vorfahren gewusst, deswegen ja auch diese wichtige Abbildung von der Hostienmühle, wo man sehen kann, dass Jesus Christus sich selbst als Himmelsbrot schenkt und durch die Hostienmühle hindurch weiterverteilt werden können. Wir nutzen die Kirche heute, mitten in der Woche, auch um uns einem Himmelsbrot besonderer Art
zu nähern und so adventlich zu feiern. Gerade so, wie wir es auch gerne machen an Adventsnachmittagen. Adventsnachmittage und Seniorennachmittage, woran freut man sich? An gutem Essen und Trinken, an Gemeinschaft und fröhlicher Unterhaltung. Und dazu beitragen tut jetzt gleich der Reihe nach unser jüngster Künstler, nämlich Marian Kilgus, der schon einiges auf dem Klavier kann und der damit eine gute Familientradition vom Opa, vom Vater jetzt weiterträgt. Und ich muss erzählen, wie mir es mit Marian vor 2 Jahren gegangen ist. Ich komme am 7. Dezember irgendwie in den Kindergarten und bin irgendwie so ja, um die Nikolauszeit drumherum da. Und ja, die Kinder haben sich nett im Kreis gesetzt, ich habe mich verkleidet als Nikolaus und sitze so da. Und auf einmal steht einer auf, damals 3 oder 4, und erzählt ein Nikolausgedicht, 1 Strophe, 2 Strophen, 3 Strophen. Und ich hatte riesengroße Freude, dass so jemand schon so Fröhlichkeit hat an Gedichten. Marian, heute sagen wir dir zusammen ein Gedicht auf. Heute läuft es andersrum und ich fange an und ich bitte alle, mir zu helfen, damit ich nicht aus der Reihe komme. Welches Gedicht werde ich wahrscheinlich vortragen? Genau, Knecht Ruprecht von Theodor Storm. Von drauf vom Wald komme ich hier, wo soll ich sagen, es war durch den Winter
wann spricht man von einer Leibspeise? Wenn einem etwas besonders gut schmeckt. Meine Leibspeise früher war selbstgebackenes Brot aus dem Winterbacher Bachhäusle. Meine Mutter hatte einmal im Monat die Möglichkeit einzuschießen und dann kam dieses frische Brot raus und war am Abend schon verschwunden, denn Pfarrerskinder, Müllers Vieh gedeihen selten oder nie und sind meistens sehr hungrig. Die andere Leibspeise kennen Sie wahrscheinlich auch, sind Linsen und Spätzle. Wer aus der Gemeinde mich gerne dazu einladen will, herzlich willkommen. Leibspeise, Lebensmittel, Lebensbrot, Lebkuchen. Wahrscheinlich kommt der Begriff Lebkuchen vom altdeutschen Lieb her, was so viel heißt wie innerer und äußerer Körper. Es geht also um eine umfassende Speise für Seele und Leib. Von daher sind Lebkuchen schon begrifflich eine feine Sache. Und wie ist das in den Klöstern aufgekommen und dann umgesetzt worden? Mönche und Nonnen kannten sich ja hervorragend auch in der Medizin aus, in allerlei Heilkräutern und Heilmitteln. Die sollten den Besuchenden der Klöster helfen, sicherlich auch den Besuchenden des Zisterzienserklosters in Bad Herrenalb, das wir sozusagen als Mutterkirche für unsere Heiligkreuzkapelle und dann Kirche ansehen können. Wir probieren, summend vielleicht, denn singen dürfen wir nicht, ich versuche stellvertretend zu singen, wir sagen euch an den lieben Advent. Zwei Strophen, denn schließlich haben wir ja auch zwei Adventskerzen an. In der Advents- und Weihnachtszeit genießen wir den Duft von Gewürzen, den Schein der Kerzen und auch die Klänge der Musik. Und mancher wird sich fragen, warum es heute hier in der Kirche am Eingang schon gut gerochen hat. Da war so Weihnachtsduft. Und wenn man hier nach vorne kommt dann und genau hinschnuppert, könnte man auch, klar, die Kirche ist groß und weit, aber könnte man den Lebkuchen schnuppern. Mindestens in den Häusern, wo er gebacken worden ist und auch im Gemeindehaus, wo unsere Lebkuchenkirche entstanden ist, durch kräftiges, fleißiges Helfen auch der Jungschar, da hat es besonders und gut gerochen. Wir haben heute hier was ganz Besonderes, denn
Das ist ja klar, wenn man so einen Lebkuchen isst, möchte man auch ganz gern erfahren, was ist denn eigentlich in so einem Lebkuchen drin und was war der Trick der Mönche, dass man das sozusagen als Brot gebacken den Leuten ausgeteilt hat. Die haben schon gar nicht gemerkt, dass sie Medizin zu sich genommen haben, haben da aber reingebissen und fühlten sich wohl und konnten weiter marschieren. Ne? So lief das mit den Mönchen. Und jetzt brauche ich junge Assistenten. Hinten, Lino, erkenne ich dich richtig? Kannst du nach vorne kommen, mir helfen? Also ich habe nämlich heute Morgen Werbung gemacht für diese Veranstaltung, so dass auch die Zweitklässler eventuell kommen. Ich habe hier vorne Marian und dann habe ich den Lin noch. Kommt ihr mal alle vor, ich brauche euch nämlich jetzt alle. So, jetzt kommt nämlich das große Ratespiel. Ich habe hier 6 Gewürze für Lebkuchen. Wir vermörsern das Ganze. Das darfst du mal machen. Hier, nimm mal in die Hand. Den Mörser, hier tue ich das rein und du machst es noch richtig feinstampfen, okay? So. Richtig kräftig. Richtig fein. Gut gearbeitet, komm. So, Marianne, jetzt hast du einen Job. Vielen Dank, Nino, das ist gut. Gehst du mal und lässt mal einen Schluck. Und die sollen mal rausfinden, was ist das eigentlich? Das ist natürlich trickreich. Elke, findest du es raus? Was könnte sein? Also, Marian, komm mal nochmal hierher. Jetzt brauche ich den Link. Link, ich brauche dich auch, komm mal vor. Nicht? Dann nicht, aber hier, guck mal. Also ich habe hier extra, damit wir den Mörser mehrfach benutzen können, habe ich hier einen kleinen Besen. Guck mal hier, Link. Tust du mal hier das ausfinden? Hier rein. Perfekt, solche tollen Assistenten. Ne? Das ist hier noch nicht. So, gut. Also, klar, man fängt natürlich auch mit dem Schwierigsten an. Das erste ist Ingwer. Ingwer unterdessen ja in aller Munde und auch ganz oft, dass man sagt, Mensch, Ingwer zum Beispiel und Knoblauch würde gut passen in der Küche oder Ingwer wäre was Tolles für den Hals. Also für was ist Ingwer in den Lebkuchen gekommen? Es wärmt von innen, kann jeder nachvollziehen. Es beugt Erkältungen vor oder hilft sie schneller zu heilen. Ingwer wärmt auch das Herz. Heilt unsere innere Kälte und alte Wunden des Herzens, deren wegen wir unser Herz verschlossen haben. Also Ingwer auch als Heilmittel im übertragenen Sinne. Und das war den Mönchen wichtig, den äußerlichen Leib zu heilen, aber auch ein bisschen was Gutes zu tun sonst. So, wir mörsern das nächste Video.
wunderbar. Also Anis. Anis wird verwendet, weil es schleimlösend wirkt und gut tut fürs Atmen. Wenn Leute schlecht atmen können und dann sozusagen den Anis zu sich nehmen, dann bleibt ihnen die Luft nicht mehr so weg. Och, liebes Land, womöglich ein Mittel gegen die Corona, der Anis. Bringt auch die Körpersäfte in Fluss, harmonisiert sie Anis, damit der Fluss unserer inneren Lebenskraft nicht in Stocken kommt, damit es keine Blockaden mehr gibt. Anis verlebendigt den Körper, dass alles in einen guten Fluss kommt. So, das nächste, Moment, ich brauche wieder meinen Pinsel. Den, Moment, kannst du gerade mal hier? Hier kann man dann nämlich den Pinsel legen. Gut. Wieder dein Job. So, Eberholz und Nelke, natürlich, Nelke ist richtig, super. Marian, bring's wieder her. Wofür ist die Nelke gut? Nelke beruhigt den Magen und ganz altes Hausmittel. Gegen was ist es? Genau, also früher irgendwie so ein Captain, der dann irgendwie keine Zahnpasta hatte, der hat halt auf einer Nelke rumgekaut. Ne? Und dann war die Sache wieder gut. Also Nelke für die Beruhigung und Schmerzlinderung vor allem. Ich finde, das ist auch im übertragenen Sinn ganz gut, wenn man sagt Schmerzen. Wir haben ja manchmal körperliche Schmerzen, oft aber auch so Sachen, wo wir halt sagen, ach, ich weiß nicht genau, ach, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und dann hat Nelke auch ihren guten Sinn, dass wir wieder zur Ruhe finden. Also, jetzt kommt das nächste, das ist schwierig wieder. Also Nummer 4 ist schwierig. Jawohl. Thank you.
so hingebracht, dass es jetzt in dieser edlen Form ist. Für mich ein Sinnbild, Kirche bröckelt immer mal wieder und ist immer mal wieder schwach auf den Beinen, fällt nicht zusammen. Ne? Und dann ist gut, wenn es Leute gibt, die sagen, wir basteln das Ganze wieder zusammen. Liebe Ulrike, liebe Irmgard, ihr wisst sicherlich, was wir hier haben. Kardamom ist richtig. Wir wollen mal gucken, was Kardamom alles Gutes macht. Oh, Kardamom, das ist ganz gut, dass man sozusagen nicht irgendwelche Blähungen bekommt und das Leibreißen. Es rundet den Geschmack ab und hilft gegen Blähungen und Druck im Bauch. Und, so steht es mindestens hier in der Schrift geschrieben, ein Heilkraut auch für Beziehungen, für innere Gefühle zur Familie und für sich selbst. Ich finde vor allem Kardamom riecht auch lecker und ich denke, heute ist es so, sehr viele Tees, solche scharfen Tees verwenden gerne den Kardamom, damit man sozusagen auch geruchlich merkt, Mensch, das ist jetzt ein feiner Tee, der ist für mich da und der gibt mir wieder Wärme und ein gutes Gefühl im Bauch und dann passt es. Übrigens, Leibspeise, Lebkuchen, gutes Gefühl im Bauch. Und da braucht man Kardamom, ganz wichtig. Übrigens, wisst ihr noch, was hier, Frank, hast eigentlich aufpasst? Wie waren die vier Gewürze? Wir machen eine kleine Wiederholungsrunde. Womit habe ich angefangen? Anis ist das zweite mit Ingwer. Anis, was kommt dann? Nelke, Kardamom. Okay, Gewürz Nummer 5. Das sein könnte. Zeig's mal, lass mal jemand schnuppern. Zimt, also die Irmgard weiß ganz genau, Zimt. Zucker und Zimt, das Spiel beginnt. Ne? Also Zimt ist was Tolles, das ist ein ganz wunderbares Gewürz. Diesen Zimt, den habe ich von meinem Schwager bekommen aus Kroatien, der ist ganz besonders intensiv. Zimt und Zucker, also Zimt schließt die Süße des Lebens auf, damit wir auch gern mal was Gutes und Schönes bekommen und uns des Lebens freuen. Jetzt das Letzte. Okay, hilft nichts, dann gehe ich nochmal weiter. Okay, geh lieber zu Frauen, die kennen sich immer besser aus. Gibt es in so berühmten Gewürzbroten drin? Nee, ist kein Fenchel, sondern ich verrat's, ich habe es auch mal so ein bisschen selber probiert, schmeckt auch ganz interessant, es ist Koriander. Und Koriander, übrigens, das passt gut, dass wir das jetzt gerade alle noch nicht wissen,
Aber Koriander, da steht drin, also jeder sollte jetzt etliches Koriander auch probieren und Lebkuchen essen, denn Koriander verbessert das Gedächtnis, regt Geist und Gehirn an. Koriander hilft uns zu verstehen. Koriander macht uns wach. Also, ich fasse nochmal zusammen. Der Ingwer, warm für Herz und Magen. Der Anis, schleimlösend, dass uns die Luft nicht wegbleibt. Die Nelke, gut für den Magen und gegen das Zahnweh. Der Kardamom, gut für den Geschmack und auch, dass man es einen nicht bläht. Der Zimt, eine wunderbare Geschichte zum Süß, ne, also zum Geschmack. Und Koriander, weißt du noch? Fürs Hirn. Ganz genau. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen drei Assistenten. Ihr habt es super gemacht. Und hier hätten wir jetzt sozusagen eine gemörserte Schale mit all den wunderbaren Gewürzen. Das könnte man dann gleich in die nächste Lebkuchenteig-Variante reinmachen. Das ist schön, dass ihr das so toll gemacht habt. Super, setzt euch mal wieder hin. Dafür stehen eure Väter auf und wir spielen mal zwei schöne Lieder, etwas traditioneller als das erste, O Tannenbaum und Vom Himmel hoch, da komme ich her. Thank you.